Heute Abend Herrn Andrioli begrüßen. Ich freue mich sehr, dass er gekommen ist. Der Kontakt ist entstanden über die Rosi Reindl, die hat ihn ein paar Mal gehört und ich möchte ihn gerne kurz vorstellen. Es ist eine ganz besondere Gelegenheit. Herr Andrioli hat fünf Jahre in Osnabrück studiert. Er hat ein Stipendium bekommen und er ist Brasilianer, hat in Brasilien studiert Landwirtschaft, Pädagogik und Philosophie, war auch tätig als Berater in der Landwirtschaft in Brasilien und hat jetzt eine Dissertation gemacht im Bereich Soziologie und zwar hochinteressant. Er hat studiert die Auswirkungen der Einführung der Gentechnik auf die Menschen, also auf die Bauern. Er hat Interviews gemacht, er hat es heute erzählt, 175 Bauern interviewt, Bauern, die Bio-Soja anbauen und Bauern, die gentechnisch verändertes Soja anbauen und hat sorgfältig, empirisch untersucht die Auswirkungen für diese Bauern in dem Land, wenn sie eben Gensoja anbauen. Und ich finde es eine ganz großartige Gelegenheit, dass er uns das heute berichtet, auch seine Forschungsergebnisse. Er wird Ende des Monats wieder zurückgehen nach Brasilien und es ist, er hat gesagt, wahrscheinlich die letzte Gelegenheit, dass er in Deutschland referiert. Da freue ich mich besonders, dass er hier sein kann. Ja, schönen guten Abend an allen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und über das Thema zu referieren, was mich eigentlich nicht nur wissenschaftlich beschäftigt hat, sondern als Mensch, der in einer Region aufgewachsen ist, die bekannt ist für die Sojaproduktion Brasiliens. Soja ist ja Hauptexportprodukt Brasiliens zurzeit. Und in dieser Gegend, aus der ich komme, wurde die Sojaproduktion eingeführt. Und zurzeit wird in dieser Region Gensoja eingeschmuggelt aus Argentinien. Dieses Gebiet liegt an der Grenze. Ich habe hier eine kleine Karte von Brasilien, ist auch immer wichtig zu sagen. Ja, ich stehe jetzt vor dem Bild, oder? Dann, das ist immer so die Entscheidung, war das Bild oder ich. Ich glaube, das Bild ist jetzt wichtiger. Ich setze mich wieder. Geht's jetzt? Sonst stelle ich mich mal auf die andere Seite oder wo ich nicht hin. Also, Brasilien ist ein riesiges Land. Ich glaube, nur um das deutlich zu machen, Deutschland passt da 24 Mal rein. Die Bundesstaat oder das Bundesland Rio Grande do Sul, ganz unten auf Orangenfarbe, ist so groß wie, sage ich mal, Deutschland ohne Bayern, wurde mir mal gesagt. Oder die ehemalige Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Gebiet wird Gensoja, sage ich mal, 95% Gensoja angebaut in Brasilien. Dieses Gebiet liegt an der Grenze zu Argentinien und das ist die Geschichte des Schmuggels. Und diese Region habe ich dann auch als Schwerpunkt meiner Untersuchung gemacht. Eine Region, aus der ich selbst komme, in der ich selbst als damalig, sage ich mal, damals nicht als Agrarberater, sondern als Giftverkäufer gearbeitet habe. Das ist für mich ganz deutlich zu sagen, dass es zwischen Agrarberater und Giftverkäufer einen großen Unterschied gibt. Und dass wir leider in den meisten Agrarwissenschaften Brasiliens Ausbildung von Giftverkäufern haben. Eigentlich Menschen, die nicht Lösungen für die Landwirtschaft entwickeln, sondern versuchen, den Bauern Betriebsmittel zu verkaufen und größtenteils des Lohns auch oder des Gehalts an diesem Verkauf dran gebunden ist. Also ich habe eine Geschichte durchgemacht, dass ich eigentlich auch in der grünen Revolution sozusagen die letzten Erfahrungen noch gesammelt habe, dass die Chemisierung der Landwirtschaft eigentlich vorangetrieben hat und mit denselben Argumenten, die man damals hatte, jetzt wieder eine andere Technik versucht wird einzuführen. Eine Technik, die niemand wollte. Ich glaube nicht, dass es eine Bewegung gab, die unbedingt weltweit dafür eingetreten ist, wir wollen unbedingt gentechnisch veränderte Nahrungsmittel. Nein, das ist eigentlich entstanden, weil es eine große Entscheidung bei der Welthandelsorganisation gegeben hat, dass man TRIPS nennt, also diese
Abkommen über geistiges Eigentum oder über Patentrechte sozusagen, dass ein Konzern das Recht hat, international über Erfindungen im Bereich der Gentechnik zu kassieren. Und das ist die Entwicklung gewesen, die 1996 in Lateinamerika auch begonnen hat, im Land Argentinien. Nicht umsonst kann man heute sehen, wie katastrophal die Entwicklung Argentiniens war mit dieser Wirtschaftspolitik. 1996 wurde diese Gensoja in Argentinien eingeführt. Und ab 1998 wurde sie eingeschmuggelt nach Brasilien, nach Bolivien, nach Uruguay und nach Paraguay. Also Argentinien liegt mitten in der Sojaproduktion Lateinamerikas und wurde von daher als strategisches Ziel ausgewählt. Das ist meine Sicht der Strategie gewesen. Und ich habe dann als Doktorarbeit versucht zu verstehen, welche soziale und ökologische Auswirkungen, die hängen ja zusammen in der Landwirtschaft, welche sozialen und ökologischen Auswirkungen die Einführung der Gensoja in Brasilien hat, in einer Region, in der mehrheitlich Kleinbauern für die Produktion der Soja zuständig sind. In diesem ganzen Bundesstaat sind 45% Kleinbauern für die Sojaproduktion zuständig. Ich habe hier für den Vortrag versucht, die großen Argumente eigentlich der Gensoja mal zu untersuchen. Vorher muss man ganz deutlich sagen, was ist dann mit der Gensoja eigentlich entstanden? Es wird ja ganz vieles erzählt. Es wird ganz viel Verwirrung in diesem Bereich auch geschafft. Ich sage sogar gezielt Verwirrung. Ja, ich nach links oder das Bild? Ja, ich. Ja. Ah, okay. Ja, ich gehe mal davon aus, dass sehr wenig Information in diesem Bereich da ist. Ich stelle mir zum Beispiel vor, vor ein paar Monaten hatten wir beim EMIT-Institut in Hildesheim eine Befragung. Also das Ergebnis war, dass die meisten Konsumenten in Deutschland glauben, dass gentechnisch freie Nahrungsmittel keine Gene enthalten. Dasselbe könnte man auch bei anderen Diskussionen ganz deutlich sehen, wenn man sagt, genveränderte Organismen, das sind für mich nicht gentechnisch veränderte Organismen. Also da wird sehr viel verwirrt. Also genverändert ist alles, was wir haben, das ist klar. Alle Lebenswesen sind genverändert mit der Evolution. Aber gentechnisch verändert, das ist was ganz Neues und das sollte man nicht verwechseln. Und im Sprachgebrauch wird das sehr oft gezielt gemacht. Und das ist echt schade in der Wissenschaft, wenn man das so hört. Und auch wenn manche noch davon ausgehen, dass GVOs eigentlich gentechnisch verbesserte Organismen seien, ich gehe manchmal davon aus, dass es gentechnisch verschlechterte Organismen sind. Und ich kann das nach meiner Untersuchung nur bestätigen. Bei der Gensoja hat man nur etwas an dieser Soja verändert, angeblich nur etwas von der Planung her. Man hat diese Soja herbizidresistent gemacht. Man hat ein Gen eingebaut, das man kennt, durch einen Tumor, durch ein Agrobakterium. Dieses Gen hat man eigentlich so ausgewählt, weil man wusste, dass es nicht durch ein bestimmtes Produkt, nämlich Roundup ist die Marke, Glyphosat ist das Wirkstoff, nicht dadurch abgetötet wird. So hat man eine Pflanze gebaut, also in die Soja dieses Gen eingebaut, nicht gezielt und auch nicht ohne zu wissen, nicht, dass man weiß, welche Wirkung es hat. Zunächst durch dieses Verfahren weiß man nicht genau, wo diese Gene gelandet sind. Man weiß auch nicht, wie viele es sind. Man weiß nicht die Positionseffekte und man weiß fast nichts über die Auswirkungen. Also es ist nicht zielgerichtet. Und man kann nicht davon ausgehen, dass ein Gen nur eine Wirkung hat. Von daher ist es sehr kompliziert, sehr komplex. In diesem Bereich haben wir maximal 0,02% Wissen. Ich sage das so, weil 20 Genen der Soja erkannt sind und die Soja hat 200.000. So viel wissen wir Wissenschaftler über Soja und manche tun so, als ob sie alles wüssten und dass sie sogar garantieren können, dass da nichts schiefgehen kann. Also ich habe hier ganz deutlich versucht, in diesem Bereich, der sehr polemisch ist, mich nicht auf Forschungen eingehen zu lassen, die von den Konzernen finanziert wurden. Leider ist es so, in diesem Bereich werden mindestens 80% der Forscher weltweit von den Konzernen selbst finanziert. Das ist für mich keine Wissenschaft mehr, das ist für mich kein Suchen nach Wissen, das ist eigentlich eine Euphorie. Ein Euphorieapparat, könnte ich so sagen, oder eine Propaganda, die für mich nicht belegt werden kann. Bei der Soja hat man dann, wie ich vorher sagte, eine Herbizidresistenz geschafft. Man kann jetzt Roundup, dieses Herbizid, das ja auf dem Weltmarkt ja das am meisten verkaufte Pestizid ist,
hat man diese Soja resistent gemacht gegen dieses Produkt, so dass man alles herumtötet und die Bauern sollen sich freuen, wenn alles herumtot ist. Das ist schon für mich nicht so eine gute Freude. Wenn man da Monokultur von Soja in 6000 Hektar hat, nur mehr Soja da steht, muss man ja davon ausgehen, dass da auch Schädlinge und neue Krankheiten und sogar neue Unkräuter sich da entwickeln. Das hatten wir auch als Ergebnis. Und wichtig ist, man hat nur die Herbizidresistenz hier eingebaut. Es hat nichts mit Ertrag zu tun. Das ist die erste große Lüge der Gentechnik. Weltweit wird davon berichtet, man würde durch gentechnisch veränderten Pflanzen den Ertrag steigern. Es gibt bisher fast keine Pflanze, mit denen eigentlich etwas geforscht wurde in Bezug auf Ertrag. Es gibt in diesem Bereich herbizidresistenten Pflanzen, und das ist die große Mehrheit. Und dann haben wir noch als zweite Forschung insektenresistenten Pflanzen. Und alles andere, was versprochen wird seit 30 Jahren, bedeutet ungefähr 5% der Forschung weltweit. Das hat irgendwie mit Resistenz gegen versalzten Boden oder mit Resistenz gegen Trockenheiten oder mit Verbesserung der Nahrungsmittel zu tun. In diesem Sinne sind eigentlich 61% der Forschungen weltweit auf eine Pflanze bezogen, das ist die Sojapflanze. Dann haben wir noch Mais, Raps und Baumwolle. Und dann sind das die vier großen Pflanzen, die am meisten verkauft werden. Auch die Möglichkeit, das Geld, das in die Forschung gesteckt wird, sofort zurückzuholen. Und man hat in Bezug auf Brasilien in diesem Bereich eigentlich auch von der Regierung her die Hoffnung, die Agrarexporte zu steigern, dadurch die Außenhandelsbilanz zu verbessern, Devisen zu erlangen, um die Außenschulden besser zahlen zu können. Ein Teufelskreis, weil die Regierung sich selbst weiter verschuldet mit den hohen Zinsen, die von der Weltbank empfohlen werden. Die Industrieländer profitieren eigentlich von diesen Schuldenzahlungen, die schon mehrfach gezahlt wurden, aber die Zinsen so hoch sind, dass sie immer weiter noch da sind als Schulden. Und auf der anderen Seite ist Soja eigentlich einer der größten Ersetzer für andere Produkte, die man in der Tierproduktion oder sage ich mal in der Massentierhaltung verwendet hat. Nach dem BSE-Skandal darf man kein Tiermehl mehr verwenden, so ist Soja ein Ersatz, weil er nicht, die Pflanze nicht nur 45-55% Eiweiß hat, es gibt keine Pflanze auf der Welt, die so viel hat, aber gleichzeitig auch so billig ist. So ist Soja die billigste Pflanze, also der billigste Eiweißträger der Welt, und es gibt kein Land auf der Welt, wo es so billig produziert werden kann wie in Brasilien. So haben wir wieder den Kontext, das ist so, was drinsteckt, und wir haben schon seit 1990 in diesem Bereich ganz deutlich gesehen, dass es ein Monopol gibt. Wir haben bei der Erzeugung von Gensaat mehrmals... Oh, was ist jetzt hier passiert? Jetzt habe ich hier keine Bilder mehr. Wir haben in diesem Bereich schon seit 1999 festgestellt, dass Monsanto 80% des Saatguts beherrscht. Das ist für mich eine große Katastrophe, weil auf einerseits die Bauern weltweit gezwungen sind, untereinander zu konkurrieren, weil die landwirtschaftlichen Preise, die Preise der landwirtschaftlichen Produkte sinken, und auf der anderen Seite sind dieselben Bauern mit einer Monopolstellung konfrontiert bei der Versorgung von Betriebsmitteln. Das kann nur so enden, dass die meisten Kleinbauern dieser Welt aufhören zu produzieren, und wenn das tatsächlich so stattfindet, wie die Prognosen es zeigen, dann haben wir ein großes Problem. Wir haben ein großes Problem, weil die Kleinbauern in der Welt zuständig sind für die Mehrheit der Nahrungsmittelproduktion. Und wenn diese Kleinbauern nicht mehr existieren können, dann haben wir tatsächlich eine Zunahme des Hungers, eine Zunahme der Armut und ich würde sagen, eine Zerstörung der Grundlage der Versorgung von Nahrungsmitteln. Und das ist für mich die größte Katastrophe bei dem Ganzen. Und es wird davon erwartet, dass man wieder mit denselben Argumenten Werbung macht für eine Technik, die angeblich zur Verbesserung der Nahrungsmittel gedacht werden sollte, aber nach meinen Schlussfolgerungen eigentlich nur zur Steigerung der Profiten ein paar großen Konzernen dient. Brasilien hat in diesem Bezug ganz große Zunahmen gehabt bei der Erzeugung von Gensoja, also wir haben nicht nur eine Zunahme der Gensojaproduktion, wir haben auch eine Zunahme überhaupt bei der Sojaproduktion insgesamt. Wir haben 1993 10
Millionen Hektar mit Soja angebaut. Im Jahr 2003 hatten wir 18 Millionen Hektar. Und nach Schätzungen der brasilianischen Regierung sollen das 90 Millionen Hektar werden bis zum Jahr 2020. Das würde bedeuten, dass eine Fläche so groß wie Großbritannien zerstört wird, in der Urwald ist, in der Savannen sind. Das ganze Pantanal soll ausgetrocknet werden, damit die Umleitung von Wasserstraßen dazu führt, dass die Soja einfacher transportiert werden. Das ist allein schon eine Geschichte, die mir Sorge macht. Das dient eigentlich zur Fortführung der Massenproduktion in Europa und in China und in anderen Ländern dieser Welt, die diese Soja kaufen. Und auf der anderen Seite dient gerade die Gensoja dazu, auf große Flächen diese Soja auszubreiten, weil es fast ohne Einsatz von Arbeitskräften geht. Man hat in diesem Bezug eigentlich die Zunahme der Sojaproduktion in den letzten Jahren gesehen. Brasilien hat im letzten Jahr 52 Millionen Tonnen Soja produziert und die Brasilianer essen kein Soja. Die Brasilianer essen eher Schwarzbohnen, Reis, Maniok und diese Produkte werden importiert, weil zu viel Soja produziert wird. Da ist eine große Katastrophe, weil wir eigentlich unsere eigene Grundlage der Nahrungsmittelproduktion zerstören, unsere eigenen Ressourcen zerstören, in einen Weg gehen, in dem wir am Ende sehen, dass wir nur das wiederholen können, was eigentlich Argentinien schon durchgemacht hat, das Nachbarland. In dem Nachbarland haben wir heute eine Mehrheit armender Menschen. Das war in Brasilien, das war in Argentinien nie die Situation vor ein paar Jahren. Argentinien war das größte, entwickelteste Land Lateinamerikas, sage ich mal so. Und wir haben heute eine Mehrheit an armen Menschen, die durch eine Politik eigentlich vorangetrieben wurde, die wir vielleicht jetzt zur Zeit wiederholen. Ich weiß jetzt nicht, wem das Computer gehört, weil ich habe hier meine technischen Schwierigkeiten, weil der Text eigentlich verschwunden war, nur die Bilder mehr aufgekommen sind. Ist manchmal so bei der Technik, aber ich versuche ja auch durch Einsatz der Technik, die Technik zu kritisieren, weil ich gehe nicht davon aus, dass die Technik immer zum Guten führt. Das kann ja auch nicht stimmen. Ne? Wir haben schon genug Technik auf der Welt gehabt, die nicht zum Guten geführt haben. Kann man das Bild jetzt vergrößern? Ich wollte eigentlich auf Seite 2, aber ich kann auch hier beginnen, das ist kein Problem. Ja, es geht um die Ausweitung der Soja. Ich habe vorher gesagt, das ist eine riesige Katastrophe. Jetzt nicht alles, was grün ist hier, bedeutet Soja, sonst hätten wir vielleicht nicht mehr die Stadt São Paulo oder Rio de Janeiro inzwischen, oder wir hätten überhaupt viele Städte nicht mehr, die da grün sind. Wir hätten aber hier das Bild, dass die Sojaproduktion so zunimmt, dass alles, was da grün ist, da gibt es schon Soja. Sogar da oben im Amazonasgebiet. Eine Fläche von Land, die in den letzten Jahren sehr zunimmt. Und wir müssen deutlich sagen, diese Boden gehört, ist überhaupt nicht geeignet für die Sojaproduktion. Nach ein paar Jahren dient er nicht mehr für die Produktion und dann bleibt es brach liegen. Und die Großproduzenten, die da sagen, wir sind Investoren, die sagen, ja, das Land ist kostenlos. Und das ist der einzige Grund, weswegen man da Soja anbaut. Finde ich eigentlich der Grund. Ich habe hier versucht, ein paar großen Argumente zu nehmen, die ja weltweit dafür sorgen, dass man Gentechnik anbauen sollte. Also gentechnisch veränderte Pflanzen anbauen sollte. Das erste große Argument, das ich immer höre, ist Ertrag. Ertragssteigerung. Damit wir mehr Nahrungsmittel produzieren können. Und wenn mehr Nahrungsmittel produziert werden, könnten die Bauern dadurch ihre Einnahmen erhöhen. Und auch dann gleichzeitig könnten mehrere Menschen Zugang zu Nahrungsmitteln haben, weil man davon ausgeht, mehr Produktion bedeutet einen billigeren Preis. Zunächst muss man dann sagen, dass wir ja in den letzten 15, 20 Jahren eine Zunahme der Nahrungsmittelproduktion weltweit gehabt haben und die Hungernden sind trotzdem gestiegen. Also ist ein Problem der Verteilung und nicht ein Problem der Produktivität. Zweitens, wenn die Erträge so steigen und die Produktivität dann so zunimmt, dann würde es auch bedeuten, dass die Preise dann sinken, ja. Aber genau die Kleinbauern, die ja selbst Versorger sind, im großen Teil dieser Welt, sie werden dann nicht mehr produzieren können, sie werden dann aufhören. Dann haben wir eine Erhöhung der Zahl der Hungernden. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass das Argument stimmen würde. Ich muss hier ganz deutlich sagen, es gibt keine Pflanze auf dieser Welt, die durch Gentechnikveränderung ertragreicher geworden ist als die herkömmliche. Hier habe ich die Ergebnisse bei Soja. Das sind Ergebnisse, die es schon lange gibt, eigentlich im Bereich. Jetzt habe ich hier wieder das Problem mit dem Text. Ich weiß nicht, warum der Text nicht kommt. Das ist das mit dem anderen Programm. Das ist nicht PowerPoint hier. Also, ich werde es trotzdem hier erklären. Es geht ja um den Diagramm. Der Text weiß ich ja. Also, hier sind die großen
Sorten, die man in den USA seit 1996 angebaut hat, mal gemessen worden. Wer ist jetzt die produktivste? Welche Soja ist die produktivste? Da haben wir jetzt die Spitzensorten hier verglichen, die fünf ertragreichsten Sorten, herkömmliche und gentechnisch veränderte. Hier sieht man, die blaue sind die herkömmliche und die gentechnisch veränderte, diese RR-Soja, Roundup Ready, sind diese auf lila Farbe. Und wir haben da auch noch diese Top-Varietät, also wir haben die ertragreichste Sorte genommen. Gentechnisch verändert und herkömmliche. Was ist das Ergebnis? Bei allen Versuchen haben wir zwischen 5-10% weniger Ertrag bei gentechnisch veränderter Soja. Und das ist es auch. Wir haben hier eine Herbizidresistenz und keine Ertragssteigerung. Wie kommt man dann zu den Ergebnissen, dass diese Soja ertragreicher sein sollten? Weil man hört das Argument ja immer mehr. Vielleicht im Mittelalter hat man gesagt, es steht in der Bibel, da müssen wir alles glauben und niemand darf es interpretieren. Heute sagt man, es gibt Statistiken. Statistiken werden aber auch entwickelt. Und ich möchte hier ganz deutlich sagen, wie man zu solchen Statistiken kommt, dass diese Soja ertragreicher sein sollte. Ganz einfach, man nimmt ein Feld mit gentechnisch veränderter Soja. Ich könnte es hier mal malen, vielleicht geht das dann auch noch. Ich habe jetzt hier ein Papier. Auf einer Seite herkömmlich veränderte Soja, herkömmliche Soja, auf der anderen Seite gentechnisch veränderte Soja, die Gensoja. Wenn wir dieses so nehmen, wie es eigentlich in den Feldversuchen manchmal gemacht wird, dann haben wir in diesem Bereich eine Soja, die voller Unkräuter wächst. Diese Soja, die voller Unkräuter wächst, hier inzwischen, in der kann man ja Roundup drauf spritzen, weil sie herbizidresistent ist. Was ist hier? Kein Unkraut mehr, außer ein paar, die schon resistent geworden sind. Also es ist nicht so, dass alles verschwindet. Auf dem anderen, hier, wo herkömmliche Soja sind, haben wir nicht die Möglichkeit, Roundup zu spritzen, weil dann wäre die ganze Soja auch abgetrieben. So ist diese Methode schon von Anfang her nicht wissenschaftlich, weil man hier andere Herbizide nimmt, die ja nach wie vor eine Resistenzbildung verursacht haben. Was haben wir hier als Ergebnis? Hier haben wir ein Feld, in dem sehr viel Unkraut steht und nicht mehr bekämpft wird. Wo ist jetzt der Ertrag höher? Tatsächlich hier. Das ist das, was ich sage, ist nicht wissenschaftlich, weil wir müssten dieselbe Methode anwenden. Wir sogenannte unabhängige kritische Forscher machen das ganz einfach und gehen hier hin und hacken das ganze Unkraut hier raus und hacken das ganze Unkraut hier auch raus. So haben wir dieselbe Methode und versuchen mal zu sehen, welche ist die ertragreiche Sorte. Und was ist das Ergebnis? Hier ist die ertragreichste Sorte. Und so ist das weltweit mit der Ertragssteigerung. Also es ist nicht direkt zu beweisen, es ist indirekt zu beweisen durch die bessere Unkrautbekämpfung. Dann muss man aber ganz deutlich sagen, die Gentechnik in diesem Sinne nutzt nur den Bauern, die eigentlich Probleme mit der Unkrautbekämpfung haben. Und das sind die meisten kleinen Bauern in Südbrasilien nicht. Denen bringt das hier nichts zum Ertrag. Der Ertrag wird hier sinken. Dasselbe könnte man bei den insektenresistenten Pflanzen sagen. Die Bauern, die nicht mit Maiszünfer zu tun haben, die können nicht erwarten, dass diese Maissorte jetzt ertragreicher ist. Weil es kann nur durch eine Insektenbekämpfung bewiesen werden, dass dann der Ertrag steigert. Diese Versuche, muss man dann ganz deutlich sagen, sind nach meiner Ansicht im Labor ganz einfach zu machen, aber in der Tat haben wir das Problem, dass es sich nicht so bestätigt, dass jetzt dadurch der Ertrag steigt. Und das kann man ganz deutlich bei vielen unserer Untersuchungen machen. Wäre es dann so, wie es behauptet wird, dann müsste die USA ja seit 1996 die größten Erträge bei Sojaproduktion haben. Stimmt nicht. Wir haben in den USA im Vergleich zu Brasilien nicht diese Steigerung gehabt. Wir könnten das selber jetzt in Brasilien mit dem Bundesstaat Rio Grande do Sul machen. Jetzt habe ich wieder das Problem hier mit dem Bild. Das Bild hier bei Open Office geht immer noch. Wenn wir sagen, dass der Bundesstaat Minas Gerais gar nicht groß Sojaproduzent ist, der eigentlich eine geringere Ertragsrate hat. Wir haben so gesehen, in dem Bundesstaat, wo Gensoja angebaut wurde, eine der geringsten Erträge. Also so können wir ganz deutlich sehen,
Ertrag ist nicht das, was durch die Gensoja erreicht werden kann. Und das zwar weltweit verglichen in den USA, in Brasilien und in Argentinien. Wir haben eigentlich dasselbe Bild. Was Zunahme betrifft oder Steigerung betrifft, ist die Zunahme des Pestizideinsatzes in Brasilien. Oder vielleicht ganz genau gesehen die Zunahme des Herbizideinsatzes. Und das entspricht nach meiner Ansicht genau auch die Absichten der Gentechnik. Wie könnte es dann stimmen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen, dass ein Unternehmer sich freut, wenn er Pestiziden herstellt, dass jetzt der Einsatz von Pestiziden sinkt? Das könnte ich nie nachvollziehen. Und das einzige Argument, das in diesem Bereich immer ganz stark war, ist, dass jetzt Roundup gespritzt wird und nicht mehr anderen Herbiziden, die jetzt verteufelt werden, weil auch die nicht mehr so effizient sind, weil es eine Resistenzbildung gegeben hat, dass man durch den Einsatz von Roundup ein Herbizid, weniger Herbizideinsatz hätte insgesamt, weil ja die anderen Herbizide nicht mehr angewendet werden, man spritzt jetzt nur mehr eine. Und das ist auch der wichtigste Grund bei den sogenannten Betriebskosten. Das ist ja das zweite große Argument. Das könnte ich jetzt mit anderen Zahlen deutlicher machen. Wenn das Argument stimmen würde, das ich jetzt gerade erläutert habe, dass der Einsatz von Roundup dazu führen würde, dass der Herbizideinsatz insgesamt sinkt, dann müsste es so sein, dass im Bundesland Rio Grande do Sul, genau da, wo 95% Gensoja angebaut wird, gerade da auch der Herbizideinsatz gesunken ist. Wir haben das Gegenteil. Wir haben 47,6% Zunahme am Herbizideinsatz in diesem Bundesstaat, gerade nach 1999, wo Gensoja eingeschmuggelt wurde. Also hier haben wir den Beweis, dass jetzt viel mehr Roundup eingesetzt wird als vorher. Was ist der Grund dafür? Mindestens drei. Der erste ist, vorher haben die Bauern einmal Roundup gespritzt, damit sie direkt die Aussaat machen konnten. Nicht auf die Pflanze, während der Wachstumsperiode. Jetzt haben wir die Möglichkeit, vor der Saat Roundup zu spritzen und alles abzutöten, die Wintervegetation, und danach nochmal zu spritzen, weil es ja genau das ist, was die Gensoja ermöglicht, nämlich eine Resistenz. Dann wird während der Wachstumsperiode nochmal gespritzt, jetzt haben wir schon zweimal. Und wenn das jetzt nicht reicht, weil wir eigentlich eine Resistenzbildung bei manchen Pflanzen haben, dann spritzen die Bauern es nochmal und das ist jetzt der Durchschnitt. In Rio Grande do Sul werden mindestens 3 Liter pro Hektar gespritzt. Zweiter Grund dafür ist, Bauern, die vorher noch nie Herbizid angewendet haben, die werden es dann tun, wenn sie Gensoja anbauen, weil ansonsten hätte es ja keinen Sinn, diese Soja einzukaufen. Und zwar geschmuggelt. Der dritte große Grund ist, dass man jetzt keine große Sorge mehr hat, dass die Herbizide oder Pestizide der Nutzpflanzen was schaden könnten, weil man geht ja davon aus, dass sie resistent sind. So kann man jetzt größere Mengen spritzen. Was ich dann in diesem Bezug bedauern, ist, dass die Agrarberater sagen, die Bauern sind dann selbst schuld, wenn sie so viel spritzen. Als ob es jetzt nicht gerade ein Vorteil wäre, wenn die Bauern viel mehr spritzen, als vorgesehen war. Diese Zunahme beim Pestizideinsatz hat bei uns dazu geführt, dass die meisten Wasserquellen in der Region verseucht sind, dass sehr viele Flüsse durch die Erosion verseucht werden, dass wir die Lebensqualität vor Ort so beeinträchtigt sehen und es wird immer noch gesagt, dass Roundup ja kein Gift sei. Oder wenigstens es sei ein gutes Gift, so wie gute Cholesterin und schlechte Cholesterin. Also Roundup ist nicht dasselbe wie Glyphosat, das muss man auch deutlich sagen. Glyphosat hat man im Labor gemessen. Es ist tatsächlich nicht so giftig wie andere Gifte. Aber Roundup ist nicht nur Glyphosat, ist eine Kombination zwischen Glyphosat, Isopropylaminsalz, Wasser und noch ein Produkt, ein Surfaktanteffekt, also dass die Spannung der Oberfläche der Pflanze es erlaubt, dass das Produkt jetzt besser eindringt. Dieser Surfaktanteffekt zusammen mit Isopropylaminsalz, zusammen mit Glyphosat, ist dann viel giftiger als der Wirkstoff allein.
Und das ist das Produkt, das eigentlich hier angewendet wird. Und da müsste man auch noch sagen, in Kombination mit Nitraten in dem Boden verursachte es Nitrosoglyphosato, nämlich ein sehr krebserregender Stoff. Das muss man dann auch ganz deutlich sagen. Auch wenn manche Agrarberater vor Ort zu den Bauern gehen, mit einem Eimer voller Wasser, mit ein paar kleinen Fischen drin, kippen Roundup drauf und beweisen, dass es kein Gift sei, weil die Fische ja nicht tot sind. Also ich würde sagen, Roundup ist in Brasilien das Produkt, das am meisten für Gesundheitsprobleme in den letzten Jahren gesorgt hat. Und dieses Produkt nimmt sehr zu. Wir haben ein kleines Bild, wie das eigentlich funktioniert, wie die Flüsse da verseucht werden durch die Erosion. Zweites Argument, sehr wichtig, sind die Betriebskosten. Das Argument der Betriebskosten basiert darauf, dass jetzt die Bauern nur mehr einmal spritzen, also beim Maschineneinsatz sparen, und dass Roundup billiger sei als anderen Herbiziden. Das kann man tatsächlich bestätigen. In den ersten 5 Jahren ist es ungefähr 25% billiger bei der Unkrautbekämpfung bei Gensoi. Dann muss aber was in die Rechnung gebracht werden, das normalerweise nicht gemacht wird, nämlich der Preis des Saatgutes. In den ersten Jahren haben die Bauern in Brasilien, als es verboten war, keine Lizenzgebühren gezahlt. Es war eingeschmuggelte Saat. Wie kann man jetzt den Preis von eingeschmuggelter Saat bestimmen? Ich habe es trotzdem hingekriegt, ungefähr 3-mal mehr als herkömmliche Saat. Würde man jetzt mal davon ausgehen, dass das Saatgut gekauft wurde, das eigentlich von Monsanto stammt, also nicht eingeschmuggelt ist, dann hätten wir mindestens das Doppelte am Preis. In diesem Bezug haben wir eine Kompensation. Also der Preis von Glyphosat und der geringere Einsatz von Maschinen, der dazu führt, dass man bis 25% einsparen kann, wird dadurch kompensieren, dass die Bauern das gerade ausgeben, wenn sie dieses Saatgut kaufen. Also es bleibt bei Null. Oder wie jetzt ein Ergebnis einer Untersuchung im Bundesstaat Paraná gezeigt hat, die Gensoja kostet 2,2% mehr. Dann fragt man sich immer noch, warum machen die Bauern das dann, wenn es ja wirtschaftlich gesehen eine Katastrophe ist. Diese Soja produziert weniger und die Betriebskosten, wenn man die Saat als Lizenzgebühr auch einzieht in diese Rechnung, dann haben wir mehr Betriebskosten. Dann bleibt noch das Argument der Unkompliziertheit bei der Unkrautbekämpfung, der Wirkung von Glyphosat und des Preises von Roundup, die zurzeit im Vergleich tatsächlich billiger sind als anderen Herbiziden. Nach 5 Jahren haben wir aber das große Problem, ganz deutlich hier sagen, dass das, was schon bei anderen Herbiziden passiert ist, und das muss jeder Biologe auch nachvollziehen, auch bei Roundup stattfindet. Also es wird eine Resistenzbildung von Pflanzen geben, die nicht mehr durch Roundup bekämpft werden können. Und dann wird mehr Roundup gespritzt und wir haben dann das Problem, dass je mehr gespritzt wird, desto mehr Resistenz verursacht wird. Und das haben wir zurzeit. Wir haben sehr viele Unkräuter, die nicht mehr durch Roundup abgetötet werden. Und wir haben das Problem, dass wir jetzt zusätzliche technische Probleme haben. Das ist das Bild, das ich jetzt zeigen möchte. Wir haben durch den Einsatz der Gensoja nicht das Problem der Unkrautbekämpfung gelöst. Wenn wir das Bild hier unten sehen, wo diese weißen Blümchen sind, das ist Corda de Viola, Coriola, das schlimmste Unkraut bei der Sojaproduktion in Brasilien. Das ist Gensoja und da wurde ganz viel Roundup drauf gespritzt. Und so steht diese Fläche jetzt. Also das ist das Ergebnis einer angeblich fortschrittlichen Technik, die etwas schaffen wollte, Unkraut bekämpfen. Das sind die Ergebnisse nach 5 Jahren, da steht wieder das Unkraut. Was ist jetzt die Empfehlung der Agrarberater? Sie sollten die anderen Herbizide jetzt spritzen, die ja nichts mehr getaucht haben. Die wirken auch nicht. Dann kommen sie zu einem schönen Schluss. Die Bauern sollten ganz einfach dieses Unkraut dann raushacken. Also wenn so viel Geld in die Gentechnik gesteckt wurde, so viel Forschung, so viel Energie gebraucht wurde, um diese Ergebnisse zu schaffen und dann zum Ergebnis kommen und sagen, die Bauern sollen jetzt hacken. Das finde ich dann ein Zeichen für Fortschritt, wenn diese Technik Fortschritt ist. Zweitens, wir haben bei dieser Geschichte gesehen, das Bild jetzt ganz links oben, dass die sogenannte Herbizidresistenz nicht absolut ist. Zibagaigi hat mal in den 80er Jahren versucht, herbizidresistenten Pflanzen zu entwickeln, weil festgestellt wurde, dass
Pestiziden auch den Nutzpflanzen was schaden. Finde ich eine große Erkenntnis, dass die Agrarkonzerne zu solchen Schlussfolgerungen kommen. Dass sie jetzt auch sagen, dass die Pestizide Auswirkungen auf die Umwelt haben, die schlecht sind. Finde ich ein gutes Erkenntnis, aber es ist leider spät gekommen. Ich kann aber nicht mehr daran glauben, dass dadurch jetzt versucht wird, gerade daran zu sparen, was das größte Geschäft der Konzerne ist. Gerade deswegen werden ja keine Pflanzen entwickelt, die resistent sind gegen Unkräuter, sondern gegen Herbizide. Und dann haben wir bei diesem Herbizid nicht das gelöst, was versprochen wurde. Diese Soja wird auch durch übermäßigen Einsatz von Roundup beschädigt. Diese weiße Streife oder gelbe Streife da, ist gerade da, wo ein Bauer mal einen Pulverisator stehen ließ, eine ganze Zeit lang. So viel Roundup wird nie gespritzt, aber es ist wissenschaftlich wichtig zu sagen, wenn so viel Roundup gespritzt wird, schadet es der Nutzpflanze auch. Wenn aber jetzt weniger gespritzt wird, sage ich mal so wie jetzt, 3 Liter pro Hektar, haben wir das Problem, was wir da oben sehen. Diese sind die Knöllchenbakterien. Die Knöllchenbakterien Resorbium SP sind eine sehr fortschrittliche Entwicklung der brasilianischen Agrarforschung. Man hat es geschafft, Bakterien an den Wurzeln der Pflanzen zu haben, die Stickstoff aus der Luft fixieren. Diese Bakterien werden durch einen Einsatz von Roundup von mehr als 1 Liter pro Hektar beschädigt. Die gibt es nur bei Gensoja. Warum gibt es das nur bei Gensoja? Wir haben ganz wenige Antworten. Wir können aber deutlich sagen, es gibt es bei herkömmlicher Soja nicht. Und zwar in Argentinien, Arbeitserleichterung. Es geht um Spritzen statt Hacken. Es geht um Befreiung von bestimmten Arbeitsbelastungen. Das scheint irgendwie ähnlich zu sein wie in der Industrie. Wenn eine Technik da ist, sage ich mal den Computer, könnte es dann einfacher sein zu arbeiten und wir haben das sofort als Ergebnis zu sehen. Das ist aber nicht das Ziel der Technik. Das Ziel der Technik ist, die Produktivität der Arbeit zu steigern, damit dadurch mehr Profite entstehen. In der Landwirtschaft bedeutet der Einsatz der Technik zunächst eine Befreiung von bestimmten Arbeitsbelastungen, aber nicht eine Befreiung der gesamten Arbeitsbelastung. Die gesamte Arbeitsbelastung der Bauern steigern, weil in dieser Zeit, in der eine Nicht-Arbeitszeit produziert wurde, weil man da nicht mehr hacken braucht, der Bauer sich um andere Aktivitäten kümmern muss, um nach Überlebensmöglichkeiten zu suchen. Diese Steigerung der Arbeitsbelastung bedeutet genau das Gegenteil von dem, was man am Anfang sieht. Und langfristig gesehen ist der Einsatz der Gentechnik in Brasilien ein Schritt weiter in Richtung mehr Landkonzentration, weil die Kleinbauern nicht mehr mithalten können, wenn die Großbauern mit einem Mensch 200 Hektar anbauen können. Noch nicht mal für Angestellte eine Chance. Die Großproduzenten in Brasilien sagen, ja, früher wurde uns vorgeworfen, dass wir Sklavenarbeit haben. Heute mit der Gentechnik brauchen wir noch nicht mal Sklaven mehr. Also es wird fast mit ohne Arbeitskräfte Soja produziert. Und da muss man sich vorstellen, wie soll da ein Kleinbauern überleben in 20 Hektar? Das ist die Realität meines Vaters zum Beispiel. Wenn man mit 200 Hektar mit einem Mensch jetzt bei der Sojaproduktion erst eine Rentabilität sieht. Das bedeutet ganz deutlich einen Vorteil für die Großgrundbesitzer in Brasilien. Das Aufhören oder die Auflösung der kleinbäuerlichen Betriebe bedeutet für die Großbauern mehr Raum in der Konkurrenz. Zweitens bedeutet es die Chance, nahegelegenen Böden ganz billig aufzukaufen. Drittens, die Menschen, die da jetzt nicht mehr Bauer sind und keine andere Lebensperspektive haben, werden als billige, qualifizierte Arbeitskräfte eingesetzt, die zwar saisonsbedingt und flexibel eingesetzt werden, nur wenn ein Großgrundbesitzer eigentlich eine Arbeitskraft braucht. Und dann ist es insgesamt gesehen ein Vorteil für die Großgrundbesitzer. Und deswegen kann man das auch verstehen, warum die Großgrundbesitzer Brasiliens so scharf auf die Gentechnik sind. Dann haben wir eine Verbindung von 3 großen gesellschaftlichen Gruppen Brasiliens, die eigentlich schon immer die Elite waren. Nämlich große Industrielle, große Bankiers und Großgrundbesitzer. Das sind die Gewinner. Wir haben eine Zunahme der Landkonzentration. Wir haben eine Zunahme der Landflucht.
Wir haben eine Zunahme der Verschuldung von Kleinbauern, wir haben eine Zunahme von Armut und wir haben eine Zunahme von Hunger, eine Zunahme von Abhängigkeit in einem Sinne, wie wir es noch nie vorher gesehen haben. Ich habe hier noch das andere Argument, Umweltauswirkungen auch untersucht. Also inwieweit ist es möglich zu sagen, dass durch den Einsatz der Gentechnik die Umweltauswirkungen jetzt anders sind oder nicht mehr so schlimm sind? Das kann ja überhaupt nicht stimmen. Und wenn man sagt, Roundup ist nicht giftig, muss man sagen, viele Käfer, sogar Spinnen, sogar Regenwürmer, sehr viele Nutzlinge, Fressfeinde in der Landwirtschaft werden durch Roundup bekämpft. Also ein ganzes Ökosystem wird beschädigt. Wasserorganismen, Bakterien im Boden, die für ein Gleichgewicht sehr wichtig sind, damit man nachhaltig produzieren kann. Diese Art Landwirtschaft wird durch diesen übermäßigen Einsatz von Roundup zerstört. Und wichtig zu sagen, auch wenn alles das, was ich hier gesagt habe, in Bezug auf Ertrag, auf Betriebskosten, Auswirkungen auf die Umwelt oder auch noch Gesundheit, das hier gar nicht angesprochen wurde, oder sage ich nochmal zuletzt Armutsbekämpfung. Wenn das alles nicht stimmen würde, dann wird mir die Frage gestellt, was würden Sie dann immer noch sagen gegenüber Gentechnik? Dann würde ich immer noch sagen, als Wissenschaftler weiß ich viel zu wenig in diesem Bereich und ich habe keine Garantie, es wieder gut zu machen, wenn ich freie Feldversuche mache. Von daher ist es unvermeidbar, was da stattfindet, weil wir an der Reproduktion eines Lebewesens was verändert haben. Das reproduziert sich von selbst. Wir können das nicht mehr kontrollieren. Nicht mehr bei der Chemisierung, wir stoppen es mal eine Zeit und dann hört es schon auf. Nein, hier ist es im Gegenteil. Das wird größer und wir können die Folgen nicht mehr kontrollieren. Von daher werde ich immer noch sagen, ein Wissenschaftler hat nicht das Recht zur Kontamination. Und wichtig, wenn es keine Koexistenz gibt, weltweit gibt es das nicht, dann haben wir auch nicht das Recht, den Menschen es zu verbieten, anders zu produzieren, die darauf bestehen. Und den Menschen es zu verbieten, anders zu konsumieren, wenn sie darauf bestehen. Egal aus welchen Gründen, sie haben das Recht, es nicht anzubauen und das wird durch die Gentechnik verändert. Und das ist für mich das größte Problem überhaupt, weil es auch ein demokratisches Problem ist. Die Mehrheit will diese Technik nicht, trotzdem durch Lobby wird sie durchgesetzt. Und das finde ich eigentlich die große Katastrophe, politisch gesehen oder sozial gesehen. Ich bedanke mich zunächst mal für die Aufmerksamkeit. Schade, dass die ganzen Folien hier nicht so gelaufen sind wie bei PowerPoint, aber ich habe es ja versucht mit dem Inhalt genauso machen. Ein paar Bilder kann ich ja immer noch zur Verfügung stellen, für die, die Interesse haben. Und ich freue mich auch später für die Diskussion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Andreoli. Ja, es stimmt, dass das Umweltrecht Brasiliens eine der fortschrittlichsten der Welt ist. Gleichzeitig muss man aber sagen, dass bei der Umsetzung es eine der ist, die am wenigsten umgesetzt wurden. Es ist zum Beispiel bei Tierprodukten nicht so wie in Europa, dass es dieses Schlupfloch gibt, dass Tierprodukte, die aus einer Haltung, Tierhaltung stammen, die gentechnische Futtermittel gefressen haben, das ist in Brasilien verboten, es muss gekennzeichnet werden. Jetzt wird aber kein Produkt überhaupt gekennzeichnet in Brasilien. Also das Gesetz ist sehr fortschrittlich. Die Umsetzung ist weit. Beim Genmais steht es ganz fest, es muss verbrannt werden, weil es ist verboten. Bisher wurde kein Feld zerstört und die Regierung weiß es schon lange. Jetzt, was die Regierung Lula betrifft, ist es auch ein großer Widerspruch zunächst, dass diese Regierung und auch die Partei, die größte Partei Brasiliens ist, die Arbeiterpartei, die seit vielen Jahren sich sehr deutlich gegen die Gentechnik ausgesprochen hat, jetzt plötzlich, sage ich mal, großenteils schweigt, ein anderer Teil befürwortet die Gentechnik. Sie haben ja in der Regierung das Problem gehabt, dass sie ja zunächst mit einer Produktion zu tun hatte, die von vorherigen Regierungen erlaubt wurde. Nicht offiziell, aber es gab einen Minister für Landwirtschaft, der sagte den Bauern, schmuggelt mal ein, weil wir werden das zukünftig sowieso regeln, zum Gunsten des Erlaubnis. Also, er hat es vorher gesagt, dass es erlaubt sein wird. Und so würde auch Schmuggel nur zeitweise
ein Verbrechen, weil es ja sowieso geregelt wird. Vielleicht hat er es auch richtig vorgesagt. Zweitens, die Regierung hat dann versucht, es ausnahmsweise bei der Kommerzialisierung, bei dem Verkauf zu erlauben, aber nicht den Anbau. Nach 2 Jahren, nachdem es nicht gelungen ist, mit den Großgrundbesitzern zu verhandeln, hat die Regierung ja gesagt, wir erlauben es diesmal ausnahmsweise und zerstören die Produktion nicht, wie es Gesetz sagt. Aber dann müssen die Bauern sich dazu verpflichten, dass sie kein Gensoja mehr anbauen. Die Bauern haben sich nicht dazu verpflichtet, sie haben weiter Gensoja angebaut und die Regierung kann es auch gar nicht kontrollieren. Sie hat auch gar keine Chance, es zu kontrollieren an der Grenze. Also der Schmuggel ist nicht so einfach zu kontrollieren, aber ich würde auch sagen, da hat der Wille auch gefehlt. Weil gleichzeitig... Wie viel Flächen an Urwald sind für diesen Sojaanbau geopfert worden? Diese Zahl habe ich leider nicht. Also die Gemeinden, die gesamten Zahlen von Zerstörung und von Wald kann ich hier auch nicht erwähnen. Die sind für mich so unterschiedlich. Aber es ist katastrophal und man sieht, dass es einen Zusammenhang gibt mit der Ausbreitung der Sojaproduktion in den Gebieten, besonders in Mato Grosso, wo das Pantanal ist. Also wir haben da zum Beispiel Blair Omagi als Gouverneur von Greenpeace Brasilien als Kettensäger des Jahres bezeichnet worden. Dieser Herr ist der größte Sojaproduzent Brasiliens und als Gouverneur vom Bundesstaat Mato Grosso do Sul zuständig, verantwortlich für 40% der Entwaldung Brasiliens im Jahr 2004. Dieser Herr wurde durch seine Gruppe André Maggi von der WestLB aus Nordrhein-Westfalen und von der DEG, Deutsche Entwicklungs- und Finanzgesellschaft, gefördert. Also die Sojamonokultur in Brasilien wird mit deutschen öffentlichen Geldern, angeblich entwicklungspolitische Investitionen, gefördert. Und das ist für mich auch ein Skandal, genauso wie die Zerstörung im Urwald. Und ich glaube, dass man in dieser Hinsicht auch geringe Chancen bei der Regierung hat, das zu kontrollieren. Wir haben bei dieser Geschichte des Schmuggels eine so große Lobby auf das Parlament gehabt, nicht nur bei der Frage Erlaubnis oder nicht der Gensoja. Es geht auch um andere Sachen, zum Beispiel Rückstände von Roundup. Ein schöner Widerspruch. Auf einer Seite wird behauptet, der Herbizideinsatz wird sinken, sagt ein Konzern. Dasselbe wird vom Lobby dieser Konzern nicht bestätigt, wenn sie auf das Parlament Lobby üben, damit die Rückstandsgrenze bei Roundup erhöht werden. Und nicht wenig, 50 Mal höher. Von 0,2 Milligramm pro Kilo auf 10 Milligramm pro Kilo. Und jetzt noch überraschender, die Rückstände bei Gensoja liegen bei 14 bis 33 Milligramm pro Kilo. Diese Rückstände von Roundup werden exportiert durch die Gensoja und landen hier bei der Massentierhaltung.